Hey du, komm doch einfach mal mit. Ich brauch mal wieder etwas Erde, denn es ist Zeit zum Pikieren. Nächte hatten bis zu minus 10 Grad und heute an dem Tag, mal endlich wieder ein paar Plusgrade, wo die Erde etwas aufgetaut ist. Die äußere Schicht ist getaut, innen drin steinhart wie Eis, da kann man ein paar kleinere Brocken auch mit rausnehmen. Außen weich, innen hart wie saftige Pfirsiche. So eine vollreiche Pfirsich, einfach nur ein Traum. Bist du schon mal in diesen Genuss gekommen? Kann ich nur empfehlen, einen eigenen Pfirsichbaum in den Garten zu setzen. Aber jetzt reden wir schon wieder übers Essen. Wir waren bei der Anzucht. Erde am Vortag geholt, damit sie über Nacht stehen gelassen werden kann, damit sie sich aufwärmt. Paprika und Auberginen kommen aus den Tropen und die mögen keine Kälte. Genauso wenig wie ich. Was bist eigentlich du? Team Sommer oder Winter? Bei mir ganz klar Team Sommer. Skateboard ist bereit, Platt und Töpfe sind auch am Start. Sind circa 8 cm hoch und 44 Stück passen in die Platte. Erde natürlich sauber abfüllen, sonst kommt mein Vater und erzählt mir mindestens dreimal, wie ich es denn machen soll und auch warum. Die Pflanzen haben zum großen Teil das zweite Blattpaar ausgebildet und das bedeutet nun Fingern, ich meine natürlich pikieren, Kinderfreundlichkeit. Schaut euch diese schönen Wurzeln an. Ihr Eigenheim ist nun bezogen, welch ein Luxus in diesen Tagen. Und mit der innovativsten Gießkanne aller Zeiten gegossen. Insgesamt sind es jetzt 3 Platten und 2 Schalen sind noch übrig geblieben. Da müssen die Pflanzen noch etwas wachsen und darunter die Geheimsaat. Jetzt kommt sie mal schnell mit. Draußen gibt es auch noch was zu machen, ein bisschen was zu ernten. Einmal die Kiste und ab geht's. Im Gewächshaus angekommen, wird erstmal hier für ein paar meiner Kunden geerntet. Und natürlich, wie es sich gehört, ordentliches Mulchmaterial. Ganz schön, ganz schön tiefgründig. Das Bodenleben muss gefördert werden, vor allem bei diesem Lehmboden, den mein Vater hier gekauft hat. Der Feldsalat im September ausgesät, einsame Spitze. Das, was jetzt hier so kaputt gegangen ist, ist der Blattkohl. Überhaupt nicht winterhart gewesen. Bei 10 Grad minus kannst du voll vergessen. Aber der Feldsalat, der tut sich wirklich gut. Werde ich aber jetzt nicht ernten. Den werde ich jetzt einfach als lebend mulch einfach wachsen lassen, damit auch die Pilze hier in dem Kasten mit überleben können. Werde ich dann so im Februar wahrscheinlich ernten. So ein bisschen für den Salat. Und weil wir gerade so in einem Gespräch sind und wir auch eine gewisse Beziehung aufbauen möchten, vertraue ich erstmal meinen folgenden Plan fürs kommende Jahr vor, also Gartensaison. Und zwar sind ja gerade die Bauernproteste und gibt ja sehr viel Zuspruch auch von den Leuten, dass die Bauern ja auch davon ordentlich leben sollen. Und ich bekomme ja keine Subvention, mache aber trotzdem, wie manche ja sagen, eine wunderbare Arbeit oder nicht. Boden fördern, gesundes Obst und Gemüse anbauen, keine Pestizide. Und da dachte ich mir, da soll ich doch auch davon leben können. Und dann denkt man sich so, ich kann doch 20 Euro pro Kilo für Tomaten verlangen. Ist doch ein ehrenwerter Preis oder auch nicht? Okay, genug geträumt. Wird doch sowieso nichts. Ich weiß ja, was am Ende rauskommt. Markt gewinnt immer. Das passiert, wenn der Unterschnee einfach liegt, dann schimmelt einfach alles weg. Naja, passiert. Einfach drin lassen. Hat das Bodenleben was davon. Und es bietet sich gerade auch an, der Traubenschnitt. Ende Januar, Februar kann man das mal machen, bevor sie dann im März austreiben. Ende Januar und Februar kann man das machen, bevor sie dann im Frühjahr austreiben. Reben natürlich auch gut zurückschneiden, sonst wuchern sie einfach irgendwo rum und die Fruchtqualität wird auch drunter stark leiden.
Ich kultiviere sie an einem Spalier auf 3 Seilen und pro Seil möchte ich jeweils einen Zapfen und einen Strecker übrig lassen. Und ein Zapfen jeweils 2 Augen und ein Strecker mit 5 bis 6 Augen übrig lassen. Der Rest der Triebe wird dann restlos entfernt. Bei einigen werde ich noch ein paar Stecklinge machen. Ach ja, das ist der Fenchel vom letzten Jahr, den habe ich stehen gelassen. Über 2 Meter groß. Auch im Winter gibt es was zu tun. Draußen kalt, ein bisschen nass, unangenehm was draußen zu machen. Dann einfach mal hier ein bisschen die Tomatenhaken wieder neu auffädeln. Ungefähr 30 Mal rumstück machen. Und das ist auch jetzt mal eine super Zeit, um miteinander zu reden. So ein bisschen erzählen vom Leben, über meine Gefühle, was bewegt mich denn eigentlich so, meine Probleme, als ob irgendjemand meine Gefühle hören möchte. Bin ja männlich. Da macht man es auf die altmodische Weise. Die Höhle still für sich und einen Boxsack oder die Wand. Für euch habe ich noch den super duper geheimen, traditionellen und altbewährten Trick. Dein Partner, deine Kinder, deine Nachbarn mögen es alle. Und die Pflanzen sind da keine Ausnahme. Und zwar Aufmerksamkeit. Gehe sanft über die Pflanzen und symbolisiere so ein bisschen den Wind. Schau sie behutsam an, ob sie vielleicht ein paar Schädlinge haben. Berühre sie ein bisschen und rede auch mit ihnen. Sei einfach wachsam. Außerdem schau mal regelmäßig unter die Töpfe, können sie vielleicht ein paar Schnecken versteckt haben. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Voranzucht. Und damit das auch gewährleistet wird, findest du hier an der Seite noch 2 spannende Videos, die dir dabei helfen können.